Oh mein Gott! Ich hab's geschafft! Ronja! Ja? Ich hab eine Leiter gebaut! Endlich kann ich oben schlafen! Hast du die ganze Nacht nicht geschlafen und stattdessen diese Leiter gebaut? Ja, wieso? Nur eine Frage, also... Ja, wieso fragst du? Wegen der Bienen! Guck doch mal! Hier Bienen, da Bienen! Jetzt kann ich endlich irgendwo schlafen! Ja, aber die lieben dich! Easy, die lieben dich! Siehst du als Kompliment? Gute Nacht. Oh, ist das... Easy? Ich könnte mich täuschen, aber sind das Bienen? Haben Sie meine Brille gesehen? Was? Meine Brille gesehen? Nee, ich habe deine Brille nicht gesehen. Ah, die Klobrille, die gute alte. Ja, ich geh mal. Willkommen zu einer neuen Folge Bauernhof. Zusammen mit der Easy. Und wir sind weiterhin geplagt von unserem Bienenproblem da oben da auf dem Dachboden. Und wir haben in der letzten Folge das Einhorn gefunden. Und ja, ich würde sagen, das ist ein Erfolg. Oder? Ja, wir haben es wiedergeholt von den Banditen. Das war wirklich ein Erfolg. Oh. Und wir wurden dabei nur 83 Mal getötet, wenn ich richtig gezählt habe. Genau deswegen denke ich, dass wir jetzt einen guten Tag erwischt haben, dass der Vater uns mindestens mal einen Kuchen gebacken hat. Oh, und Kuchen! Und vielleicht noch, ich weiß nicht, ein paar Kekse, man weiß es nicht. Ich habe hohe Erwartungen. Guten Morgen! Ich wollte dich aussperren. Guten Morgen, Omi! Ist Omi da? Ich kann laufen gehen! Okay. Easy, bist du denn... Über 80. Ja, haben wir doch schon mal festgestellt. Okay. Ich muss einfach meine Finger- und Zehenzahlen multiplizieren mit 3. Okay. Oh, und dann potenzierst du das mit 8. Hallöchen. Oh, guck mal, er hat Kekse. Kekse! Danke, dass ihr das Einhorn wieder hergebracht habt. Ah, keine große Sache. Ja, habe ich gerne gemacht. Ronja war auch mit dabei, aber habe ich gerne gemacht. Also ich habe quasi alleine das Einhorn befreit. Easy war mehr oder weniger... Dankeschön. Als Ballast dabei. Genau. Ich würde euch eigentlich gerne... Wir hätten zuhören sollen. Ich würde euch eigentlich gerne den Tag freigeben, aber mein Sohn traut sich nicht mehr vom Grundstück. Ich weiß gar nicht, was er hat. Das liegt wahrscheinlich auch an Easy. Die macht natürlich vielen Angst. Aber... Was soll das heißen? Also ich habe manchmal weg Angst von vor dir. Kekse. Hey! Easy! Wie viele hast du denn jetzt? Das ist eine Sauerei. Macht dir etwa Angst, Ronja? Ja, ich traue mich auch nicht mehr vom Grundstück. Okay, ich soll sie den Tag freikriegen. Okay, ja, aber was sollen wir denn machen? Sollen wir mit ihm reden oder was? Wir reden mal mit ihm. Vielleicht. Mit ihm? Vielleicht können wir helfen. Weißt du, vielleicht hat er innere Ängste. Also, ich stehe nicht so auf Reden. Dir? Ich bin für Umerziehungsmaßnahmen. Für Gewalt, wir nehmen jetzt hier diese. Ja, ja. Nein, lass mit ihm reden. Wo ist er denn? Ich glaube, er ist draußen. Hallo? Ich habe ihn vorhin auf der Schaukel sitzen sehen. Echt? Ja. Guck. Stimmt. Detektiv Ronja, on the case. Guten Morgen. Hallöchen. Ich traue mich nicht mehr weg. Mein Kumpel hat mir erzählt, dass drüben im Wald eine gefährliche Hexe wohnt. Easy. Ich glaube dem nicht. Ich glaube, da ist keine Hexe. Redet er von mir? Ich denke, er redet von dir. Schau. Bin gefährlich. Sie ist zwar gefährlich, aber sie ist nicht drüben im Wald. Sie sitzt links neben dir. Das ist ganz normal, dass die meisten Leute haben anfangs Angst vor Easy, aber sie ist eigentlich... Ey, hör mal auf. Sie ist eigentlich ganz nett. Jetzt ist aber gut. Okay, ich weiß nicht. Ich glaube, der sieht nicht aus, als würde der seine Aufgaben erledigen wollen. Das finde ich schade. Ja, was machen wir denn jetzt? Ja, Pferde füttern, dies, das, Ananas, du weißt Pferde schon. Füttern? Ja, halt so Farmaufgaben. Wenn wir normalerweise den Tag freigekriegt hätten, dann Pferde füttern. Oh, ich will nicht die Pferde füttern. Ich will die Hexe suchen gehen. Ich will auch Aber gut, lass uns Pferde ich füttern. Ich meine ganz ehrlich, was sind die Chancen, dass es wirklich eine Hexe gibt? Weißt du, was wir machen könnten, wenn es eine Hexe wäre? Ja. Ja, also weißt nee, du was? Nee. Ja, weißt du was? Nein. Wenn es eine Hexe wäre, dann könnten wir sie vielleicht bitten, für uns irgendwie... Keine Ahnung, einen Trank zu brauen, mit dem wir das Lavamonster bekämpfen könnten oder so. Oder irgendeinen magischen Stab zu geben oder so. Das ist eine fantastische Idee. Ich denke, ich habe immer noch fantastische Ideen. Mhm. Ja. Ja, ich meine, theoretisch. Schuhe aus Kaugummis waren auch eine gute Idee von mir. Und jetzt liebst du deine neuen Kaugummischuhe. Ich liebe sie nicht, ich bleib überall kleben. Das ist voll blöd. Wenn ich hüpfen will, dann muss ich richtig Schwung holen, damit ich irgendwie vom Boden abkomme. Ja, ja, du liebst die Schuhe. Niemand liebt die Schuhe. Doch. Ich weiß, du wolltest sie verkaufen, aber ich glaube, das ist keine gute Idee. Ah, ich gehe jetzt hier mal erstmal die Pferde. Gibst du sie? Mach das Ding voll! So. Okay.
So, ja, bitteschön. Pferdchen, ihr habt jetzt Essen. Ihr seid glücklich. Isst was. Isst mehr. Isst. Oh, das Pferd sieht hungrig aus. Ist noch so klein. Ja, aber das sieht hungrig aus. Kümmer du dich mal um das Pferd. Ich fütter das Pferd hier hinten. Du. So ein kleines Pferd. Aber das ist schon so dick, das würde ich nicht mehr füttern. Nee. Das wächst nur in die Breite. Und das wollen wir ja nicht. Nein, okay, nein, das wollen wir nicht. Weißt du, also, ich meine, er hat gesagt, sie ist im Wald. Ja. Ich meine, wie groß kann der Wald sein? Sehr groß. Okay. Wahrscheinlich. Wie groß kann der Wald realistisch sein, dass Leute eine ich Hexe finden? Lass uns herausfinden. Okay. Hast du deine Wanderschuhe an? Ich habe meine Kaugummi-Wanderstiefel an, ja. Dass du trotzdem so schnell bist, wundert mich. Also. Ja, das ist Übung. Übung. Mit den ich fütter nochmal meinen Hamster. Hier. Das. Oh, ja, warte mal, ich fütter Fred noch. Fred! Genau. Ja, guck mal, er rollt ganz glücklich in seiner Kugel herum. Kann er eigentlich in der Kugel essen? Ey, du schubst mich nicht. Ja, die können in der Kugel essen. Fred! Deiner ist. Ja, das ist hier. Noch. Ich gebe den anderen nichts, ich gebe nur Fred was. Oh und nein! Fred mag mich. Na toll, und die anderen verhungern hier. Nee, ich meine, die anderen haben ja auch was. Zum Beispiel das Rennrad. Dass sie essen können. Ja, super. Hier, Fred, renn mal im Rennrad. Guck mal, Fred mag mich. Fred folgt mir. Ich glaube, Fred will ausbrechen. Ich bin zu doof, aus dem Stall zu hüpfen. Deswegen muss ich jetzt die Tür aufmachen, auf eigene Gefahr. Und wahrscheinlich sind gleich wieder alle Hamster weg. Das ist ja mal eine Lüge. Okay. Ja, genau. Weißt du, in welchen Wald wir gehen wollen? Ich weiß ungefähr, wo es zum Wald geht, ja. Komm mal mit. Ach, weißt du das? Ja, mein perfekter Orientierungssinn, der sagt mir wieder, in welche Richtung wir gehen müssen. Ich sag und das links. Ist da lang. Was? Da. Da lang? Okay. Nee, da. Easy, jetzt entscheide ich. Wo war das denn? Ich gehe jetzt hier lang. Ich hab mich verirrt. Ich hab mich verlaufen. Ronja, wo bin ich? Hilfe! Bleib jetzt hier sitzen, bis mich jemand abholt. Komisch, das passiert. Mama! Ja nicht. Mama, kleine Easy möchte aus dem Kinderparadies abgeholt werden. Ja, bitte Easy abgeholt werden. Wenn der kleine Junge erzählt gekriegt hat, ja, dass er das hier eine Hexe ist, dann muss er das ja von irgendjemandem erzählt gekriegt haben. Hase! Und derjenige wohnt im Dorf. Stimmt! Hallo Hase. Oh, guck mal, wie süß der ist. Der hat so eine schöne Schnurrhaare. Siehst du das? Ja, oh, da hinten ist noch einer, Ronja. Hier ist auch einer. Guck mal, hier im Gras. Oh, hier ist noch einer! Kann sein, dass er diesen Tod! Ja, ich meine. Hier liegt so ein Hasenfell. No. Oh nein. Die Armen. Ich glaube, die Hasen wollen uns ein Zeichen setzen. Der Hase hier sagt: Geh links von meinem Pommelschwanz ins Wasser. Hä, was? Sagt der Hase. Der hat geredet? Nee, hat er nicht. Okay, ich wollte schon sagen: Was ist denn das hier? Was? Da auf dem Boden. Oh, das sind Dings. Sind es Hufabdrücke? Abdrücke. Aber die sind, okay, Achtung, Detektiv Ronja hat jetzt was erkannt, die sind größer als von unserem Einhorn. Weil das war ja noch ein Baby. Die sind auch größer als deine Füße, obwohl du ganz schön Riesenfüße hast. Gar nicht wahr! Du hast Stinkefüße! Ja, ich habe jetzt nie was von Stinkefüßen gesagt, aber wird Kaugummi schlecht? Wird Kaugummi? Ich gebe dir gleich einen schlechten Kaugummi. Entschuldigung. Ja, entschuldigen Sie mal bitte, Madame. Warum liegen da Federn eigentlich? Also von den Hasen sind sie schon mal nicht. Von den Hasen, genau. Wer weiß, vielleicht von einem Hasen fliegenden Pferd oder sowas. Gibt es fliegende Pferde? Nein, es gibt keine fliegenden Pferde. Es gibt, aber weißt du was es gibt? Es gibt Renntauben. Ich habe wirklich einen Beitrag gesehen auf YouTube über Renntauben. Und dann habe ich auf Twitter geschrieben. Oh, warte, ich glaube, ich habe deinen Tweet gesehen. Ja. Das sind auch Flugpferde. Genau. Fand ich mega geil. Also war das hier ein Flugpferd oder eine Renntaube? Was sagt die Expertin? Ich denke, es war eine Renntaube mit Hufen. Wahrscheinlich, oder? Ich gehe davon aus. Oh mein Gott, keine Ahnung. Wo geht denn hier lang eigentlich? Ich weiß nicht. Ich gehe mutig voran. Ich meine, wenn ich eine Hexe wäre, ja, wo würde ich mich einnisten? A, im Wasser. B. Was? Weiß ich nicht. Ich überlege gerade die Option. Ja, ich sollte mal wieder duschen. Vielleicht lockt dein Gestank die Bienen an, Easy. Hast du darüber was Nein, gehört? Stimmt! Vielleicht, ich weiß nicht. Oh, dann dürfte es ja jetzt besser sein, oder? Ich denke. Vielleicht sind die alle weg, wieder nach Hause kommen. Ah, stimmt, ich muss über die kleine Wasserbrücke hier, ha? Huh? Ich schwimme ja nicht so wie du durch jedes Gewässer. Wieso nicht?
Du solltest auch mal duschen, Ronja. Du müffelst. Ja. Warte mal, was ist denn das da? Oh. Hallo? Was war das denn? Hilfe! Hilfe! Oh mein Gott. Alles klar? Wieso sind wir... Ronja, siehst du irgendwas? Nee, ich sehe nur dich. Ich sehe gar nichts. Wir haben Kekse zu verschenken. Machen sie wieder auf. Und Möhren habe ich auch. Izzy? Oh. Ja? Wo sind wir hier? Mama? Nee, muss ich jetzt schon aufstehen? Ja, oh, nur noch 5 Minuten. Noch 5 Minuten. Das kommt ja vor, wenn man die ganze Nacht irgendeine Leiter baut. Ja. Steh mal auf, wir sind gefangen. Was? Ja, gefangen. Wie was? Guck. Wir spielen Fang! Nee, wir sind gefangen! Wir sind was? Gefangen! Wir sind erhangen? Weiß ich jetzt nicht. Wer hat uns erhangen? Hast du uns erhangen? Wir sind wirklich gefangen? Wieso? Hier ist doch eine Tür. Aber ist die auf? Ich kann mir nicht vorstellen. Ich meine, die fangen uns in eine Falle. Erinnerst du dich? Ins Wasser? Ja, stimmt, das war da vorne! Wir können sogar rausgucken. Hey, wir haben ein Fenster. Schön, hä? Ja, wundervoll. Und hier ist sogar ein Knopf. Ein Schädel ist ja eigentlich das gleiche. Ein Knopf? Warte. Ich habe schon immer mal eine Sache gelernt. Okay. Denn die kann man benutzen. Ah. Ja. Schön. Das ist gut, ne? Voll. Und dann kannst du den auch anhalten, wie du möchtest. Okay. Ah. Oh, weißt du was? Da fällt mir ein, jetzt wo ich einen Hebel dabei habe. Ja. Ah, ja, perfekt. Ich meine, du kennst dich ja gut aus mit der Technik hier, hä? Huh? Ja. 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 Okay. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Okay. Ja. Ich weiß nicht, wie sollen wir denn jetzt hier wegkommen? Das ist ein bisschen zu hoch. Geht's hier irgendwo runter, raus? Hier hinten geht's lang, guck mal. Hier ist noch eine Tür ansonsten, falls du deine Hebelkenntnisse nochmal nutzen möchtest. Ja, ist verschlossen, da kommen wir nicht rein. Ach so. Aber wir können hier versuchen, hier lang. Ja, ja. Weil da hinten war noch eine Tür. Vielleicht kommen wir durch die einfach durch. Aber wir müssen vielleicht... Also, irgendjemand hat uns ja da, ich meine, nicht wirklich eingesperrt, aber reingebracht. Hier ist es offen. Was sind das, die Person uns nicht noch mehr erwischt? Hey. Geh du mal vor. Ja, ja, ich geh vor. Bist du nicht... Hey, warum gehst du zurück? War ein Spaß, das nicht. Ja, wow. Ja, dann komm mal. Genau, ist ja auch nicht. Bist du noch unten? Ich bin runtergefallen. Nein! Ronja, komm zurück, bitte! Oh oh. Was? Wie habe ich euch ehrenwürdigen Schulkindern gesagt, dass ihr nicht euren ganzen Freunden von meinem geheimen Unterschlupf erzählen sollt? Wir sind keine Schulkinder, ich schwör's. Ich arbeite auf dem Reiterhof, sie versucht's auch. Ne? Ja, genau. Ihr seid gar keine Schulkinder, sind wir nicht. Sind wir nicht. Wir haben von niemandem was erzählt gekriegt. Wir sind hier aus eigenen Gründen, ja? Warum seid ihr dann hergekommen? Das ist eine gute Frage. Wir wollten eingesperrt werden. Das fanden wir richtig gut. Wir wollten einfach mal wissen, wie das so ist, von der Hexe gefangen genommen zu werden. Und das haben sie richtig toll gemacht. Super gemacht. Und wissen Sie, als kleine Entschädigung dafür würden wir Sie gerne um einen Gefallen bitten, okay? Clever eingefädelt. Gerne. Mhm. Wollen wir Sie fragen? Ja, wir fragen Sie. Und zwar, ja, also wir haben da so einen Kollegen, ja, nennt sich Lava Monster. Und zwar haben wir uns gedacht, der versteckt so einen Schatz vor uns. Das aber große Lava Monster. Der Lava Monster. Der labert zu viel. Das auch. Aber der sagt uns immer, wir sollen gehen, wir kriegen den Schatz nicht, mi. Aber wir haben uns gedacht, das stimmt ja gar nicht. Der will uns den Schatz bestimmt geben, aber wir brauchen vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht tatkräftige Unterstützung von... Eine Hexe oder sowas? Ja, können Sie jetzt irgendwie helfen? Wir müssen das Lava-Monster besiegen. Geht das irgendwie? Ich würde gerne das Lava-Monster hier drüber auch besiegen. Ich ertrage das Gelaber nicht mehr. Haben Sie Oropax oder so? Das könnt ihr vergessen. Meinen Feuerschatztrank gebe ich euch nicht. Der ist sicher in meinem Geheimversteck und jetzt macht es hier weg. Also das ist jetzt nicht gerade höflich. Ich würde lieber gehen, Ronja. Ansonsten sind wir gleich wieder in Ihrem Paradies. Ja, ist ja gut, okay. Aber hast du gehört, ein Feuerschutztrank und in ihrem Geheimversteck? Weiß vielleicht. Also. Oh Gott, bloß nicht hier lang gehen. Bloß nicht hier lang gehen! Das war auch gerade. Das war nicht so clever. Okay, also ich sag, das Geheimversteck ist hier unten.
Schade. Aber wir können es auf jeden Fall finden. Aber ich meine, selbst wenn wir das finden, ja, das ist wahrscheinlich verschlossen, oder nicht? Also vielleicht brauchen wir sowas wie einen Schlüssel. Womöglich. Oder sowas wie ein Brecheisen. Der gute alte Weg der Gewalt. Ja! So wie immer. Na gut, das war's für diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen hoch. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Achso, und schaut bei Easy vorbei. Die macht auch Folgen und hat einen zweiten Kanal. Das ist Dieter. Und ist in der Infobox verlinkt. Macht's gut. Ciao!